hi, heute habe ich euch die Elner Air Electronic TSP mitgebracht. Eine für mich absolut faszinierende Nähmaschine aus den 70er Jahren. Ja, 70er Jahre. Sie gehört zu den ersten Nähmaschinen mit elektronisch regelbarer Nähgeschwindigkeit. Und sie besitzt ein total tolles Gadget. Der Anlasser funktioniert mit Luftdruck. Er sieht nicht nur aus wie ein kleines UFO, ist auch für die damalige Zeit ein Novum gewesen, total faszinierend. Also einfach einstecken und losnähen. Die Geschwindigkeitsregelung funktioniert über den Schieberegler auf der rechten Seite. Da könnt ihr auswählen zwischen kriechend langsam, wenn ihr wirklich ganz akkurat nähen müsst oder um Ecken nähen müsst. Ist natürlich sehr praktisch, oder richtig schnell für lange Strecken. In gewisser Weise kann man auch über die Stärke des Luftdrucks, also je nachdem, wie doll man auf den Anlasser drückt, die Nähgeschwindigkeit regulieren. Das geht vielleicht jetzt nicht so sauber wie bei einem klassischen Anlasser, aber für die Feineinstellungen hat man ja immer noch den Geschwindigkeitsregler. Trotz des verbauten Kunststoffes wirkt sie absolut robust, die Nähmaschine. Sie hat ein absolut akkurates Stichbild. Wenn die Nähmaschine immer gut gepflegt wird, kann man sie trotz Kunststoff lange halten. Dafür unbedingt die Anleitung gründlich lesen und vor allen Dingen dem Greifer regelmäßig einen Tropfen Öl gönnen. Das ist ganz wichtig. Ich schalte für euch hier nochmal um in Zickzackstich, damit ihr seht, was sich verändert hier oben. Nadelstangenbewegung natürlich auch, ein paar Stangen, die diese Bewegung erzeugen. Ja, und dann gibt es noch dieses Knöpfchen, mit dem ich die Maschine in eine freie Maschine verwandeln kann. Allerdings nicht nur das Knöpfchen, sondern muss auch ein bisschen Kraft ausüben. Diese Maschine ist jetzt nicht die Normalmaschine, das ist eine Maschine, die normalerweise in einen Tisch integriert ist. Die gibt es aber auch als freie Maschine, die man auf den Tisch draufstellt. Diese hier hat trotzdem die gleiche Funktion über dieses Knöpfchen. Ja, ganz praktisch, ist aber auch ein bisschen schwer anzuheben und wieder runterzulassen. Jetzt mache ich nochmal den Greifer nackig, damit ihr sehen könnt, was da unten alles drin ist. Baue mal alles ab, was im Weg ist. Die Nähmaschine hier kam mit der falschen Spule zu mir. Wie viele Nähmaschinen weigert sich die Elner, mit der klassischen Spule für Horizontalgreifer zu nähen. Für die Elner gibt es speziell abgerundete Spulen, ohne die bekommt ihr keinen sauberen Stich aus der Nähmaschine. Die gibt es zu kaufen, immer noch für ungefähr 1 Euro pro Stück. Ja, ein nettes Zubehör bei dieser Maschine ist die lustige Spulenhebervorrichtung. Das heißt, man nimmt einfach die Spule innen auf und hebt sie aus der Maschine. Gespult wird die Elner genauso wie viele andere Maschinen, außer dass man jetzt nicht großartig was rumwickeln muss. Einmal durch die Führung ziehen, das reicht schon. Als Hinweis gibt es noch dann die Bitte, doch die Garnrolle ein bisschen mit dem Finger zu lenken, damit sie nicht rumspringt bei der Geschwindigkeit. Auch die Geschwindigkeit ist vorgegeben, die man zum Spulen auswählt. In der Anleitung gibt es einen Hinweis, was man verwenden kann. Die Spule so einsetzen, dass, wenn man am Faden zieht, die Spule gegen den Uhrzeigersinn abrollt.
Den Faden zieh dir dann durch die Nut unter die Feder. Das war's schon. Diese ganzen Teile braucht ihr natürlich nicht immer abbauen. Das habe ich jetzt nur zur Übersichtlichkeit gemacht. Ne? Ich setze das eben alles wieder ein und dann können wir auch schon loslegen mit dem Oberfaden. Hier nochmal Schritt für Schritt gezeigt, wie der Oberfaden gefädelt wird. Das steht auch in der Anleitung gut drin. Und ja, wenn, egal für welche Maschine ihr das wissen wollt, in der Anleitung ist es immer gut beschrieben. Vielleicht nochmal ein Hinweis, der immer gilt, man fädelt immer zum Greifer hin ein. Das heißt hier auch von vorne durch die Nadel nach hinten ziehen, weil der Greifer liegt hinter der Nadel. So kann man sich das eigentlich ganz gut merken. Wenn ihr mal eine Maschine nicht kennt, ist das immer der eigentlich richtige Weg. Jetzt noch den Unterfaden hochholen. Ich zeige euch das mal bei offenem Kläppchen für den Greifer, damit ihr seht, wie der Faden läuft. Das ist auch bei jedem Greifer anders. Das ist ja ein klassischer Horizontalgreifer. Das könnt ihr sehen, der Greifer liegt horizontal unter der Klappe. Den Faden holt ihr hoch, indem ihr das Handrad zu euch hindreht. Diese Horizontalgreifer sind Umlaufgreifer, genauso wie der klassische Doppelumlaufgreifer, der vertikal läuft. Also ich persönlich finde, die Schweizer hatten es einfach drauf, die Entwicklung der Nähmaschine voranzutreiben. Gerade Elna war immer vorne mit dabei. Bei den Zierstichen zum Beispiel hatten sie die Nase vorne. Andere haben sich aus meiner Sicht dabei etwas vergaloppiert, zum Beispiel Torissa. Aber zumindest die Technik war immer äußerst faszinierend, auch wenn man manchmal jetzt davor sitzt und sich fragt, warum? Aber da in einem anderen Video mehr. Ja, also total faszinierend, total gut gelöst und diese Maschine ist auch wirklich sehr, macht wirklich guten Eindruck. Schön an dieser Nähmaschine ist vor allem das absolut saubere Stichbild, egal bei welchem Stich. Die TSB bringt verschiedene Zierstiche mit, die über die Nadel gesteuert werden, aber auch sogenannte Nutzstiche, für die zusätzliche Transporteur angesteuert wird. Die Maschine also selbsttätig rückwärts nähen muss, stehen zur Verfügung. Also alles, was man so braucht, als auch ja zum Beispiel imitierte Overlock-Stiche oder Stiche halt für elastische Materialien. Hier wurde jetzt ausgewählt auf dem linken Handrad der Stich Nummer 5, ein klassischer Overlook-Imitationsstich. Mittleren Rädchen habe ich die maximale Stichbreite ausgewählt und um diese transporteurgesteuerten Stiche anzuwählen, wählt man mit dem rechten Handrad den gelben Bereich aus, orange Bereich. Da hat man noch ein bisschen Einstellmöglichkeit. Minus sind dann engere Stiche und Plus sind weitere Stiche. Unten rechts, links neben dem Taster zum Heben der Nähmaschine, findet ihr die Rückwärtstaste. Die benutzt man ja immer, wenn man eine Naht beendet, damit sie sich nicht wieder aufribbelt. Am Ende der Naht einmal kurz drücken und dann das Nähwerk rausnehmen aus der Nähmaschine. Hier seht ihr, was über die Plus- und Minus-Einstellungen möglich ist im gelben Bereich. Welche Größenunterschiede oder Längenunterschiede der Stiche dabei entstehen. Die nächste Einstellmöglichkeit zeige ich euch mit dem Wabenstich, Stich Nummer 6 über die linke
Stich Nummer 6 über die linke Einstellmöglichkeit. In der Mitte habe ich es wieder auf den breitesten Zickzack eingestellt und rechts erstmal in der Mitte des gelben Bereiches auf die Sonderstiche. Bei der Elna gibt es noch eine zweite Variante, die Stichlänge zu variieren, gerade für diese transporteurgesteuerten Nutzstiche. Da gibt es ein Rad über der rechten Einstellmöglichkeit. Darüber könnt ihr diese Stiche etwas enger oder weiter machen. Das ist noch eine weitere Möglichkeit, die je nach Stoff auch und nach Stoffdicke anzupassen, damit ihr immer das gleiche einheitliche Stichbild habt. Und so sieht das dann aus, die unterschiedliche Stichlänge bei diesen Sonderstichen. Ja, und zu guter Letzt hätte ich jetzt beinahe vergessen, nochmal kurz die Fadenspannung gezeigt, wo ihr die einstellen könnt. Hier je nach Material oder Garn, was ihr verwendet oder nach Stichbild. Manchmal ist es nötig, die Fadenspannung runter oder wieder hochzustellen. Das war's schon wieder. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht nur für diese Nähmaschine was mitgenommen, sondern allgemein für die Bedienung und für die Begrifflichkeiten bei Nähmaschinen. Ja, hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Hinterlasst einen Daumen oben, wenn ihr möchtet. Ansonsten, Horrido, bis denn.